Himmlisch. Dieses Eis habe ich aus nur einer Zutat gemacht. Wie es geht, zeige ich dir in diesem Video. Willkommen bei der Lifehackerin. Im Sommer könnte ich jeden Tag Eis essen. Statt mir aber immer welches zu kaufen, machen wir uns heute welches selber. Und dazu brauchen wir auch nur eine einzige Zutat, nämlich Bananen. Wir brauchen keine Sahne, kein Zucker, wirklich nur Bananen. Wir brauchen noch nicht mal eine Eismaschine. Und so geht's. Wir schälen die Banane und schneiden sie in dickere Scheiben. Für das Eis verwendest du idealerweise sehr reife Bananen, so wie diese. Das Rezept ist also auch prima Restenverwertung und Anti-Food Waste. Die Scheiben geben wir in einen Beutel oder Behälter und frieren sie ein. Die Bananen sollten richtig schön durchfrieren, also am besten über Nacht ins Eisfach legen. Solltest du es aber mal eilig haben, reichen zur Not auch ein paar wenige Stunden. Und solltest du jetzt gleich reife Bananen haben, dann ab damit ins Gefrierfach, so hast du jederzeit eine Portion für ein Eis bereit. Die Bananen aus dem Gefrierfach kurz auftauen lassen und dann in eine Küchenmaschine, einen Standmixer oder ein hohes Gefäß geben. Grundsätzlich solltest du ein möglichst leistungsstarkes Gerät verwenden, denn die eingefrorenen Bananen sind ziemlich hart und leistungsschwächere Maschinen kommen da schon an ihre Grenzen oder müssen sogar das Zeitliche segnen, was wir natürlich nicht wollen. Aber deswegen jetzt extra eine neue Maschine anschaffen, ist ja auch Quatsch. Es geht mit leistungsschwächeren Geräten. Du musst einfach ein paar Dinge beachten. Erstens, es wird vielleicht nicht ganz so cremig. Zweitens, du solltest die Bananen etwas länger antauen lassen. Und drittens, je weniger leistungsstark das Gerät, desto kleinere Portionen solltest du auf einmal zubereiten. Wir haben übrigens auch keine Küchenmaschine und auch keinen Standmixer. Wir verwenden diesen Stabmixer, der ist allerdings ziemlich leistungsstark. Die Bananen mixen. Das braucht einige Zeit. Zuerst werden die Bananen krümelig. Also einfach weiter mixen, bis alles schön zu einer cremigen Masse verarbeitet ist. Am besten direkt servieren und genießen. Ein echt toller, kalter Genuss für heiße Tage. Ich mag das Bananeneis so pur am liebsten. Du kannst das Rezept aber natürlich noch nach Belieben erweitern. Du kannst zum Beispiel noch ein bisschen Milch reingeben oder auch noch etwas Honig, wenn es dir zu wenig süß ist. Und wenn du lieber eine andere Geschmacksrichtung haben möchtest, könntest du auch noch Kakao, Zimt oder Kaffeepulver beigeben. Oder du kannst einen Teil der Bananen durch gefrorene Beeren oder gefrorene Mango ersetzen. Die Variante mit nur Banane ist aber definitiv die einfachste und schnellste und ich finde unglaublich lecker. Das Bananeneis hat in den letzten Jahren auch bei uns einen englischen Namen gekriegt, nämlich Nice Cream. Und das N kommt da ganz einfach von Banana, weil Bananen die Hauptzutat ist. Du kannst das Eis nach der Zubereitung auch einfrieren und aufbewahren, aber ganz ehrlich, frisch ist es einfach am besten. Und es ist ja auch richtig schnell zubereitet. Es macht also durchaus Sinn, jeweils nur diese Menge zuzubereiten, die du auch wirklich verzehrst. Falls du jetzt aber Bananen überhaupt nicht magst, eine Unverträglichkeit oder ähnliches hast, habe ich dir hier noch ein Rezept für ein Blitzeis in nur 5 Minuten zubereitet. Wir brauchen Eiswürfel und Speisesalz und die Zutaten für unser Eis. Milch und Kondensmilch. Alternativ geht auch Sahne und Milch, gemischt mit Zucker und zum Beispiel Schokopulver. Die Zutaten fürs Eis in einen Gefrierbeutel geben. Am praktischsten sind diese Beutel mit Zipverschluss. Die Luft möglichst rausdrücken und den Beutel verschließen. In einen etwas größeren Beutel kommen die Eiswürfel und ordentlich Salz. Nun den Beutel mit den Eiszutaten in den Eiswürfelbeutel geben. Verschließen und 2 Minuten kräftig schütteln. Das Eis schmilzt und braucht dazu Energie. Das heißt, es entzieht der Umgebung Wärme. Das Salz löst sich im Eiswasser und braucht dazu ebenfalls Energie. Es entzieht der Umgebung also ebenfalls Wärme. Und die Umgebung ist in diesem Fall die Milchmischung. Und weil der so viel Wärme entzogen wird, gefriert sie. Nach den 2 Minuten den kleinen Beutel rausnehmen. Das Milch-Kondensmilch-Gemisch ist zu Eis geworden. Wichtig, vor dem Öffnen den Beutel mit einem feuchten Lappen oder unter fließend Wasser reinigen, denn außen ist es noch total salzig. Anrichten, nach Belieben noch mit Topping ergänzen und genießen.
So, nun bist du dran. Welches Eis wirst du gleich zubereiten? Schreib es uns unten in die Kommentare und dann ab in die Küche. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Hack. Tschüss!